Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Jetzt können auch alle die wieder einschalten, die wie Annika keine Lust hatten auf Kämpfe in Muspelheim, in Niflheim und gegen die Königin der Walküren, Sigrun. Ich werde sie niemals mehr in meinem Leben vergessen. Und ich habe es während den Parts gesagt, ich werde mich danach freuen, dass sie hart war. Und es ist so, ich freue mich, dass sie so hart war und dass wir es am Ende geschafft haben. Eine Sache müssen wir oder will ich vorher noch machen. Und zwar hätte ich gerne, dass wenn wir das Finale abgeschlossen haben und die Credits laufen, dass wir dann die Platin-Trophäe kriegen. Und zwar ist dafür, es ist, keine Sorge, es dauert nicht lange, glaube ich. Aber wir haben 87% der Trophäen. Uns fehlen 4 Trophäen. 2 davon sind versteckt. Ich gehe davon aus oder ich hoffe, dass wir diese beiden versteckten kriegen, wenn wir die Story abschließen. 1 davon wird wahrscheinlich sein, die Story abzuschließen. Und diese beiden hier, die müssen wir noch machen. Ein vergessenen Rüstungsset und ein Springer-Rüstungsset erhalten. Habe ich nie hergestellt. Ich hoffe, dass wir die Materialien haben und dann ist das hier sehr schnell erledigt und dann können wir das Finale beginnen. Aber ich würde gerne die beiden Bronze-Trophäen vorher noch holen, damit wir dann auch wirklich mit dem Abschließen des Finales dann auch die Platin-Trophäe freischalten. Deswegen müssen wir mal ganz kurz zu den beiden Jungs hier. Gerne, hab geöffnet. Brustschild des Springers stellen wir her. Sieht gut aus. So, wollen wir natürlich nicht anlegen, aber herstellen. Ich hoffe, dass wir die ganzen Sachen haben, ey. Armrüstung des Springers. Panzerhandschuhe des Springers. Springer-Rüstungssplitter, grausige Springer-Trophäen und Hacksilber haben wir. Das hält den Ärger fern. Es geht mir nur um die Trophäen. Ja, ich möchte alle Trophäen auch haben. Und die haben wir, das Set haben wir halt nie hergestellt, weil es sich für uns nicht gelohnt hat. Aber man muss es eben herstellen für die Trophäe. Also Springer-Set können wir schon mal ganz herstellen. Probe das im Kampf. Und gibt's dafür die Trophäe? Jawohl, der Pfad des Eiferers, seht ihr. Der Gürtel sieht ja wohl verdammt geil aus, ne? Also der Kriegsgürtel des Springers sieht richtig fett aus. So, und jetzt müssen wir noch eins vergessenes Set herstellen. Es gibt den Gürtel der Vergessenen. 8 Trümmer. Mit Stolz zu uns, Kerl. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht auch nicht schlecht aus. Armrüstung der Vergessenen kommt sofort. Die Panzerhandschuhe der Vergessenen. Los, keine falsche Zurückhaltung. Ein blaues Set. Ja, wir haben es halt damals nicht gebraucht. Wir hatten dann schon bessere Teile, als wir das irgendwie herstellen konnten. Und jetzt hoffe ich noch, dass ich auch genügend Material für die Brustrüstung habe. Habe ich. Gerade so, ja. Wir brauchen 6 vergessenen Herz. 3 vergessenen Herz. Wir haben 6. Damit kriegen wir hoffentlich auch die Trophäe. Jawohl, steinalt. Mehr wollte ich gar nicht. Auf Wiedersehen. Mehr wollte ich gar nicht. Sind wir schon fertig? Wir setzen die Reise fort. Wie lange ist es jetzt her? Wie viele Folgen ist es her, dass wir das Finale erhalten haben oder freigeschaltet haben und dass wir jetzt weitermachen? Bestimmt 10, 15 Folgen lang haben wir jetzt Sachen gesammelt, Welten abgeschlossen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich, endlich das Finale zu spielen. So, wir wollen das Horn blasen. Das Horn. Hat auch lange genug gedauert, ha? Bereit! Ja, ich bin bereit. Oh, ich bin aufgeregt. Ich freue mich sehr, aber ich bin aufgeregt. Ich bin auch gespannt, was jetzt noch kommt und wie lange das Ganze auch dauern wird. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Stimmt, da war ja was. In den Mund der Schlange fahren. Stimmt, die Schlange hat ja die Torstatue gefressen. Und wir brauchen aber was aus der Torstatue, was da versteckt war. Und weil die Statue böse also, war oder sauer war. Wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Die Schlange hat die Torstatue zum Frühstück verspeist. Da stehen nur noch die Beine. Und ja, das ist aber nicht so praktisch für uns, deswegen fahren wir jetzt in die Schlange rein, in die Weltenschlange rein. Klingt wie eine sehr verrückte Idee, aber klingt so, als sollte man es mal ausprobiert haben, ha? In eine Weltenschlange reinzuschippern. Ist aber ja freundlich, dass die Schlange uns hilft und uns reinlässt in ihren Magen. Ha? Sehr freundlich, weil vielleicht will sie uns auch nur zum Frühstück essen, wie so ein Snack.
Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Nee, ich auch nicht. Lüder, aber ist egal. Ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man recht. Es ist sehr laut, es ist sehr groß und es sieht sehr bedrohlich aus. Ich meine, die Zähne der Schlange... Wenn ihr mal schaut hier vorne, die Zähne der Schlange sind halt... bestimmt 2 Meter oder noch länger. Aber sie ist ja eigentlich... Ach guck mal, da fliegen sogar Vögel drin. Aber sie ist eigentlich eine freundliche Schlange, sie will uns ja helfen. Insofern ist das sicherlich eine gute Idee, da reinzuschippern, ne? Bestimmt. Bestimmt. Ja, ich würde sagen, wir sind drin. Bauch der Bestie. Mimirs Auge finden. Ja, Mimirs Auge war in Thors Statue. Ist lange her, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert. Ich habe mich auch nicht mehr ganz daran erinnert, was wir überhaupt suchen. Wir suchen Mimirs zweites Auge, genau. Jetzt kommen die Erinnerungen langsam wieder. Und das könnte man irgendwo hier drin finden. Oder auch nicht. Mal sehen. Lustig. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Also hier sind auf jeden Fall Felsen im Magen oder im... Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Speiseröhre. Hier sind auf jeden Fall Felsen. Also sie hat ja auch eine Statue verschluckt. Und Bäume sehe ich auch. Und sprudelnde Flüssigkeiten. Ich sehe halt nicht so viel. Immer wenn es dunkel ist in Spielen, dann sehe ich nicht so viel. Ihr seht mehr als ich. Aber dadurch, dass ich meine beiden Lampen anhabe, die genau in mein Gesicht strahlen, erkenne ich jetzt gerade nicht so richtig viel. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir einen... Ja, doch, da vorne ist das Maul und wir schwimmen hier durch den... Und da hängen Bäume und Felsen, was die Schlange eben so zum Frühstück hatte. Gibt's ja schon mal öfter in Videospielen, dass man in irgendwelchen Monstern drin ist, aber das ist schon cool. Nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Ja, Wasser oder auch Magensäure wahrscheinlich. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber... Willst du hier anlegen? Wir legen an, in der Schlange. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Die ganzen Wände bewegen sich. Es ist schon einerseits faszinierend und andererseits ein bisschen ekelig. Naja, immerhin hat die Schlange wahrscheinlich... Ja, okay, ich weiß es nicht. Hoffentlich hat die Schlange keine Monster in ihrem Bauch, ha? Huh? Das wäre ja sonst wie so eine Matruschka oder wie die Dinger heißen. Diese russischen Stapelfiguren, wo immer noch eine kleinere drin ist. Wir sind in der großen Bestie und da drin ist eine kleinere Bestie. Ah, Thors Hammer. Okay. Na gut, erstmal gehen wir Kisten plündern. Hat anscheinend auch ein Bötchen verschlungen und da sind halt noch Kisten mit drauf. Wunderbar. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Finale mehrere Folgen dauern wird. Wie gesagt, kann auch noch 5 Folgen dauern. Nur es wurde ja vorher gewarnt, wenn wir jetzt das Finale starten, dass wir dann nicht mehr mit den anderen Sachen weitermachen können. Jetzt sind wir nämlich auch hier drin gefangen und deswegen ist es ganz gut, dass wir vorher Muskelbleiben, Niefleiben und so weiter abgeschlossen haben.
Aber wie lange das jetzt hier dauert, weiß ich eben nicht. Also wir werden wahrscheinlich mehrere Folgen machen. Ganz schön rot und eklig hier, die Sülze. Frösche. Na, Frösche gibt es zumindest. Also Lebewesen sind schon in ihrem Bauch. Da drüben ist etwas. Was ist denn da drüben? Was hast du entdeckt? Ach, da können wir was bewegen. Okay. Ich vermute mal, da müssen wir irgendwie drauf. Ist nicht da geblieben. Ja, okay, wir können das festklemmen. Ich mach das gleich in Ruhe, beziehungsweise... Warte mal, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir wollen schon da hoch, ne? Ja, so, eingefroren habe ich sie. Nicht so frech, Junge. Ich weiß schon, was ich mache. Okay, hier können wir hochklettern. Man muss sich immer vor Augen halten, ne? So schön das hier auch ist. Wir sind im Inneren der Schlange. Schon verrückt. So, da müssen wir hier drauf. Das ist wunderbar. Ich glaube, jetzt müssen wir uns tatsächlich einmal rumfahren lassen. Ich glaube, dass das richtig ist. Eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir dann auch an die Kiste da kommen. Ja, an sich müssen wir gar nichts mehr mitnehmen. Wir haben 100%. Insofern könnten wir die Kisten uns auch stehen lassen, vor allem, weil wir sowieso auch alles haben, was wir brauchen könnten. Aber wir nehmen natürlich trotzdem solche wunderschönen glänzenden Kisten mit, ist ja klar. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ist das das Auge? Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Das war's schon? Tatsächlich, das war's schon? Ich dachte, wir machen jetzt hier eine Riesenreise durch die Schlange und suchen alles ab. Das ging erstaunlich schnell. Das hier war Thors Hammer, glaube ich. Und in dem Hammer war quasi die Kiste versteckt und in der Kiste war Mimirs zweites Auge. Verrückt. Und was ist hier noch drin? Was ist hier noch drin? Ein Zauber. Okay, das war jetzt nicht so überraschend. Nicht so besonders. Aber dann sind wir vielleicht sogar in der Weltenschlange schon fertig. Dann können wir ja schon wieder raus. Aber wie viel Aufwand die sich gemacht haben, das hier innen zu gestalten, nur für diesen kurzen Ausflug. Wirklich geil. Okay. Wie ist das, Mimir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere Götter, Liebe. Ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters. Ah, Schicksal ist eine Lüge der Götter. Tja, das war's dann auch schon mit unserem kleinen Ausflug in die Schlange. Wir haben Mimirs zweites Auge. Wir signalisieren. Was ist da los? Das ist nicht gut. Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Oh oh. Wird die Schlange vielleicht verprügelt? Gar nicht gut. Irgendwas passiert hier. Vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Wir sollten jetzt schnell raus. Wir haben das zweite Auge. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen hier schnellstens raus. Mach dein Maul auf. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Oh oh. Das ist die falsche Richtung. Gut, schwankt, ich werde. Ich hab dich. Thank you.
Junge! Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya, wir können ihr noch trauen, oder? Alter Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung? Auch nur den Hauch einer Ahnung? Was ihr mich gekostet habt. Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Das hatten wir doch schon mal.